Wissen müssen, dass das passiert. Entschuldigung. Was gibt's? Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Niemand kann mich aufmuntern. Mein Leben ist zerstört. Unsinn! Es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein. Du hast gut reden. Womit habe ich das verdient? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Wie kann denn ein Baum ein Problem sein? Es sind nicht alle Bäume, nur die hier in der Gegend. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Ja, das habe ich erwartet. Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Ich wette, du kommst dir so richtig dumm vor. Okay, jetzt reite nicht dauernd drauf rum. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril. Und es ist das härteste bekannte Metall. Ich werde sehen, ob ich welches für dich bekomme. Da kannst du lange suchen. Es ist unglaublich selten und ich kenne niemanden, der je welches gesehen hat. Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Gib mir den Metalldetektor und ich werde mich mal umsehen. Okay, dir kann es gar nicht schlechter gehen als mir. Du bist dran! Die ganze Zunft.
dich doch. Es war zu Ich habe Sorgen. Vorsichtig machen. Wow, das ist echt starkes Metall. Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. 36, 24, 38. Das ist ein Glückstag. Ich besitze zufälligerweise eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. Ich mache es dir blitzschnell wieder einsatzbereit. Wirklich? Sicher. Gib mir nur eine Stunde für dein kostbares Stück. Yeah!
Zum Glück trage ich meine Asbestunterwäsche.